Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier bin ich wieder. Ich bin wieder zurück. So, wie ihr wisst, habe ich ja bei Anastasia BWL zwei Paletten gekauft. Die erste habe ich euch schon gezeigt und haben wir schon zusammen geschminkt. Und jetzt hatte ich die zweite, habe ich jetzt für euch vorbereitet. Ich habe die auch schon geschminkt, wie ihr seht. Das ist schon der erste Look. Ich habe mal zwei Looks geschminkt. Diesmal habe ich komplette Looks geschminkt. Ja, wie gesagt, das ist die Charlie, ich hoffe, dass ich hier richtig ausspreche, Charlie Bibel Palette. Ich glaube, das ist eine YouTuberin aus Amerika. Ich weiß jetzt nicht, der Schauspieler ist das, glaube ich, nicht. Das ist nur eine YouTuberin. Die hat, glaube ich, so 1,8 Millionen YouTube-Fans. Fans, genau, Fans, die YouTuber-Fans hat die. Glaube ich, ich habe kurz reingeguckt, so ungefähr 1,8 Millionen Fans. In Amerika ist das ja alles ein bisschen anders, ne, gehypt. Auf jeden Fall, ich habe sie nicht wegen der Person gekauft, ganz ehrlich. Ich habe die gekauft, weil mir die Palette beim Gucken zugesagt hatte. So, wie gesagt, ich habe schon was dazu gesagt. Wir fangen einfach mal an und schauen, wo die Reise wieder hingeht. Und ja, wir gucken mal, ob die genauso gut ist wie die andere. So, fangen wir mal an. Thank you.
Das ist das fertige Ergebnis. Ich habe das andere Auge eben schnell fertig geschminkt. Einen braunen Kajal habe ich genommen und die Wimperntusche von Anastasia Beverly Hills. Ja, ich finde, ist nicht schlecht geworden. Aber Fazit schließen, sage ich was später dazu. So, den Farben. Und wie war ist das der erste Look? Meine Lieben, das ist der fertige Look. Ich denke mal, ist ganz gut geworden. Schaut mal. Ihr wisst ja, ich mit dem Brillenträger und der Lashes und so. Ich bin soweit wirklich begeistert von der Palette.
Die ist genauso wie die, sagen wir mal, fast so wie die andere von Anastasia Beverly Hills. Wie gesagt, die ist ja mit Zusammenarbeit mit der Charlie Bebel. Vorhin habe ich das, glaube ich, richtig ausgesprochen. Ich werde es nochmal einblenden. So, auf jeden Fall. Ich muss sagen, mir gefällt die andere Palette besser, weil die hat weniger Kickback. Mein Gott, Kickback in der Palette. Die hat schon ein bisschen mehr im Fenchel drin an Kickback. Kickback. Ach man, diese komischen Wörter immer. Auf jeden Fall, ich zeige euch das mal. Auf jeden Fall staubt die ganz schön. Wie gesagt, hat auch Fallout. Ich denke mal, so wie die andere auch. Ich habe jetzt gut abgeklopft, habe ich jetzt. Und ist nicht schlecht. Wenn man dann weiß, dass man nicht so fest in den Fenchel reingehen soll mit dem Pinsel, dann ist nicht schlecht. Ich würde sagen, wir haben einen schönen Look haben wir hinbekommen. Damit, wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall nochmal verlinken. Im Moment ist sie im Angebot. Ich werd mal gucken, ob ich die einzelnen Internetseiten werde ich euch unten in der Infobox reinschreiben. Auf jeden Fall, ich habe gerade noch mal geguckt. Auf jeden Fall ist sie bei Beauty Bay für 51,50 € zu haben. Bei Douglas.de ist im Moment Sale für 37,99 €. Und bei Anastasia Beverly Hills, habe ich gerade extra noch mal geguckt, ist sie für 33 € zu bekommen. Ihr wisst ja, wenn ihr über einen bestimmten Preis kommt, ich glaube etwas so 50 € oder so, dann bekommt ihr ja diese Glitzerdose dabei. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder bei euch. Ich zeige euch nochmal. Wie gesagt, dann bekommt ihr ja so eine Dose dabei. Ist eine Leerdose. Die ist leer, ne? Aber dann könnt ihr da eure Paletten reintun, ne? Wie gesagt, wenn ihr mehrere habt, oder könnt auch eine andere da reinmachen, wie ihr möchtet. So, wirklich mal zur Seite. Wie gesagt, ist nicht schlecht. Vor allem, wenn man die günstiger bekommt, ich würde mir sie jederzeit wiederholen. Für knapp 40 € würde ich sie mir schon gönnen. Wie gesagt, die Verpackung ist ein bisschen, da sind keine echte Perlen drin, also die Verpackung, die sieht so aus wie Perlchen, sind aber keine Perlen. Ist so ein bisschen erhoben. Wie gesagt, die ist grau, nicht weiß, ne? Sieht ganz süß aus. Die Verpackung ist auch eigentlich hochwertig. Ja, ist hochwertig. Nicht eigentlich, ist hochwertig, würde ich sagen. So, war ja auch ein kleines Pinselchen mit drin. Wie gesagt, das war schon. Ich habe jetzt mal nur zwei Looks geschminkt, sonst wird das auch zu lang. Ich wollte mal nicht mal so ein langes Video drehen für euch. Ja, so. Wenn euch das Video gefallen hat, die kleine Information um die Palette, wie gesagt, wir haben zwei schöne Looks kreiert, haben wir. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben geben würdet und ein Abo dalassen würdet. Und was war das noch? Und das Glöckchen, wenn ihr das Glöckchen drückt, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst, wenn ihr möchtet. So, das war's schon von mir. Denkt daran, bleibt gesund, passt auf euch auf. Achtet auf die anderen, achtet auf euch. Ja, das war's schon. Mein Gott, ich kriege wieder kein Ende. Ich finde den Weg wieder nicht, den Weg wieder zum Ende. So, meine Lieben, das war's jetzt. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao!